Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog hier aus unserem Hause. Da ist schon unsere Nala-Maus, ne? Mein Bett ist noch unordentlich, das bleibt aber jetzt auch so, weil ich werde das heute frisch beziehen. Aber erstmal werde ich jetzt eben hier Wäsche machen gehen. Heute ist nämlich wieder Samstag und somit Wäsche angesagt. Ja, und hier wird auch schon fleißig gespielt. Da ist unsere süße Elisa-Maus. Toni-Box läuft und Elisa spielt mit ihren Bauklötzen. Sie findet die total toll im Moment. So, hier ist unsere Juna-Maus. Die Maus ist auch schon fertig für heute. Ne, kleine Mausi. Und hier im Bettchen liegen die beiden anderen Mäuse. Unsere Delia-Maus. Und unseren Mika. Milan liegt bei mir drüben im Beistellbett. Den zeige ich jetzt auch nochmal. Da ist unser süßer Milan, Schatz. Tada! Der kleine Mann, der liegt hier bei uns im Beistellbett. Ich finde das so schön. Ich hatte das, glaube ich, schon mal auf Instagram gesagt. Ich bereue diese Entscheidung, das Bett zu kaufen, bis heute keine einzige Sekunde. Ich bereue es eher, dass ich das nicht schon eher gemacht habe, weil ich finde das so schön, morgens aufzuwachen. Ja, und nicht nur die Katzen im Bett zu haben, ne? Du Rübe! Sondern auch ein Baby da in der Nähe zu haben. Ja, was denn? Was meckerst du denn? Hä? Was ist denn los hier, du Dicker? Sag mal. Du dicker Bär. So. Ich werde jetzt mal eben schnell Wäsche machen unten und dann bin ich gleich wieder da. So, meine Lieben. Waschmaschine läuft und ich werde mich jetzt um mein Bett hier kümmern. Und dann nehme ich euch im Schnellformat einfach mal so mit. Ne, Bär? Machen wir das? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Mein Bett ist fertig. Immer zum Anfang des Monats müssen wir das machen. Irgendwie ist da bei uns so die Grenze. Dann haben wir natürlich schon einen Monat lang die Bettwäsche drauf. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht. Das Hörspiel von Elisa ist nämlich auch schon zu Ende. Ja, und wir haben hier Nachschub. Das werde ich gleich mit euch zusammen und mit Elisa mal auspacken und euch das dann mal zeigen. So, meine Lieben, es geht weiter hier im Vlog. Ich habe noch einiges hier anderes gemacht, weshalb ich jetzt erstmal noch nicht weiter gefilmt habe. Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, 5 Minuten vor 1 haben wir schon. Ja, okay. Ich habe ziemlich lange nicht weitergemacht, aber ist nicht so schlimm. Jetzt geht's hier weiter. Ich werde jetzt noch eben schnell unseren Staubsauger wieder sauber machen. Weil der hat es nämlich auch bitter nötig, wieder sauber gemacht zu werden. So. Ich gehe die mal eben auswaschen.
So, da bin ich wieder. Den lassen wir jetzt trocknen. Ich weiß, ich habe nämlich irgendwo hier noch den anderen. Habe ich noch schon gefunden. Dann habe ich den Staubsauger nämlich direkt wieder komplett ordentlich und fertig. So. Einsatzbereit, das gute Ding. Und ich muss sagen, ich bin immer noch super zufrieden mit dem. Der ist von der Marke HoLife. Ich habe den ja jetzt schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, 2 Jahre? Ich glaube ja, 2 Jahre habe ich den schon und der ist richtig gut. Wenn man halt mal schnell was wegsaugen möchte oder so, ja, dann geht das richtig schnell und ja, alles wieder sauber. So, ich werde mir jetzt mal Elisa Maus schnappen. Elisa Maus, komm mal her, Schatz. Da ist unsere kleine Elisa Maus. Und wir werden jetzt mal zusammen gucken, was wir hier Schönes bekommen haben. Guck mal hier. Da haben wir was richtig Schönes bekommen. Da freust du dich bestimmt auch drüber. Ganz sicher. Setz dich mal hier hin. So. Was ist denn da drin? Hm? So. Lass mal gucken, was da drin ist. Hm? Wow, guck mal. Da sind neue Tonis drinnen, ne? Ja, wir haben nämlich, ich stelle euch mal hier hin, wir haben nämlich neue Tonis gekauft, weil ich war auf der Suche nach einer ganz bestimmten Toni-Figur. Als die auf den Markt kam, war ich nämlich zu spät dran und dann war die nämlich ganz, ganz schnell ausverkauft. Selbst Tonis selbst hat die nicht mehr ja, erstmal im Sortiment gehabt und musste erst nachproduzieren. Ja, und jetzt habe ich diese Toni-Figur. Und zwar zeige ich euch die jetzt direkt. Tada! Die Eiskönigin. Bei König der Löwen zum Beispiel habe ich ja vorbestellt gehabt. Das habe ich bei der jetzt nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Wie gesagt, ich habe es total verpasst irgendwie. Dann habe ich wieder dran gedacht, weil ich die irgendwo gesehen habe. Ja, und da war es zu spät. Da war die schon komplett ausverkauft. Ja, und jetzt habe ich sie. Ja, schau mal, Schatz. Da haben wir die Elsa. So, und dann habe ich gleich noch ein paar mehr bestellt. Und zwar noch Aladdin. Der fehlte uns nämlich auch noch. Ich war auch erst am Überlegen, Dumbo zu bestellen. Aber Dumbo gefiel mir jetzt nicht so sonderlich. Auch der Film gefiel mir jetzt nicht so sehr. Deswegen habe ich den jetzt erstmal nicht bestellt. Ja, aber Aladdin musst du definitiv mit. Ich finde die Neuverfilmung von Disney unheimlich schön. Wir haben den jetzt schon 2-mal gesehen. Oh, ich liebe den. Ich finde den so schön. Schau mal, Aladdin haben wir auch, ne? Ja. Und dann habe ich mir 2 Kreativtonis dazu bestellt. Und da habe ich lange überlegt, welche ich bestellen soll. Und dann sind es halt die Babys geworden. Einmal Baby natürlich in hellblau und Baby in rosa. Ich habe nämlich nur ein Kreativtoni. Und zwar ist das der passende zu meiner Toni-Box oder zu unserer Toni-Box. Und da sind ja Kinderlieder drauf. Ich wollte aber gerne noch ein paar Geschichten haben, die noch nicht von Toni veröffentlicht worden sind. Und deswegen sind die Kreativtonis halt super. Da habe ich gedacht, okay, dann bestellst du jetzt einfach mit. Ne, süße Maus? Ja, auf jeden Fall haben wir unsere Eiskönigin jetzt auch, ne? Als Hörbuch für die Toni-Box, die wir im Übrigen immer noch lieben, wie am ersten Tag. Also das ist auch eine Anschaffung, die ich definitiv nicht bereue. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video dazu gemacht, weil wir die jetzt seit 1 Jahr haben. Ich verlinke euch das gerne mal hier oben in der Infocard. Da könnt ihr euch mal rein klicken und mal reinschauen, wenn ihr vor der Entscheidung steht, ob ihr halt eine Toni-Box euch anschaffen möchtet oder nicht. Also ich bereue es keine Sekunde, die Box wirklich
gekauft zu haben. Ansonsten haben wir unsere Toni-Figuren ja alle immer hier drinne. Ich bin schon seit längerem am Überlegen, wie wir das anders machen können, weil ich finde das irgendwie so schade, wenn die hier einfach so in der Kiste drinne sind. Aber im Moment geht's halt nicht anders. So, müssen wir natürlich sofort hören hier. Die Eiskönigin. Und im Moment zieht die sich noch das Hörspiel runter. Es blinkt noch blau. Und wenn es dann fertig ist, dann blinkt das wieder grün. Wir werden jetzt erstmal in Ruhe Mittag essen. Und heute Nachmittag werde ich dann noch ein Let's Play Video für euch fertig machen für den neuen Kanal. Das ist nämlich schon fertig. Das habe ich gestern noch fertig geschnitten. Ich brauche nur noch das Titelbild machen und dann kann ich das auch hochladen. Und dann werde ich das, ich denke mal, für morgen, also für Sonntag timen, so dass ich dieses Video hier jetzt auch heute Nachmittag anfangen kann zu bearbeiten. Und das geht dann am Montag online. Genau, so machen wir das. Ich bin mal gespannt, ob die kleine Maus heute Mittagsschlaf macht. Ich muss eigentlich noch runter Wäsche machen. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich auch noch mal eben schnell machen, bevor wir Mittag essen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich, ihr Lieben. Ja. So sieht das hier gerade aus. Wir haben schon Mittag gegessen und ich habe die Kleinen jetzt soweit alle hingelegt. Hier hinten liegt noch unser Milan. Der Schatz ist jetzt auch wieder eingeschlafen. Und Elisa möchte hier gerne auf meinem Bett sitzen und kuscheln und ja, Simba und Nala müssen gerade halt auch mithören. Wir hören nämlich wieder die Elsa, also Eiskönigin. Ich habe schon den PC angemacht, weil, wie gesagt, ich muss noch das neue Let's Play Video fertig machen, um das hochzuladen. Und dann wollte ich auch dieses Video hier anfangen zu bearbeiten. So, ich habe sie jetzt einfach mal hier so ein bisschen hingenuddelt. Und die Toni-Box steht hier, ne, kleine süße Maus. Vielleicht wird sie gleich auch ein bisschen einschlafen. Ansonsten macht sie jetzt einfach für eine halbe Stunde oder Stunde so ein bisschen Ruhe einfach. Meine Mama muss jetzt auch arbeiten. Deswegen werde ich jetzt auch dieses Video beenden, weil ich habe nämlich schon versucht zu filmen, wenn meine Mama arbeitet. Aber das Problem ist, die Kamera nimmt halt leider sehr, sehr gut auch Nebengeräusche auf. Auch wenn das wirklich aus dem Zimmer von meiner Mama kommt und ich dann hier filme. Wir müssen nämlich hier auch dem Datenschutz und alles gerecht werden. Das sind ja sensible Daten in der Kundenbetreuung. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich dann definitiv aufhöre, sobald meine Mama anfängt zu arbeiten, weil das bringt einfach nichts. Ja, deswegen werde ich jetzt dieses Video an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt, mich wieder so am Samstag zu begleiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.